Das Tor der Illusion. Lompus und Seki saßen noch immer wie befohlen hinter der Illusionswand und beobachten das Treiben in dem Zauberspiegel. Die Armee hat sich vor dem Meer versammelt. Jetzt wird es wohl gleich der Angriff folgen. Er ließ den Spiegel die Eingangshalle zeigen. In dieser hatten sich 5 Gruppen versammelt, die sich halbkreisförmig im Abstand von etwa 10 Metern um das Tor positioniert hatten. Jeder zweite niedere Illusionist hatte ein Wasserelementar an seiner Seite und jeder der 5 höheren Illusionisten hatte die Illusion eines Kampfdrachens beschworen. Diese Wesen sehen aus wie ein stattlicher Drache mit kleinen Schwingen. Sie sind etwa 14 Meter hoch, 3 Meter breit, mit einer verkürzten Flügelspannweite von 4 Metern. Ihre Stummelflügel gleichen sie jedoch mit übergroßen Füßen aus, an denen ebenso große Krallen hängen. Eine stattliche Rüstung, welche ein Teil der Illusion ist, ziert den Drachenkörper und Schild und Schwert verleihen den Drachen seinen kämpferischen Namen. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Was denn? Fragte Seki. Dass das Tor so stark gesichert wird. Mal sehen, wie der Sensei da durchkommt. Es folgte ein Moment bedrückender Ruhe. Stimmt etwas nicht? Fragte Lombus und wandte seinen Blick von dem Spiegel ab zu Seki hin. Ich kann es noch immer nicht glauben, dass der Sensei angreift. Also, ich glaube es schon, denn ich sehe es ja, aber ich kann mich nicht mit den Gedanken anfreunden, dass er mein Feind ist. Das solltest du bald tun, wenn er durch diese Wand da kommt. Er deutete auf die Illusionswand. Dann musst du fliehen, denn er wird dich töten, das sage ich dir als sein Freund. Ich weiß, aber... Was ist denn, mein Junge? Es folgte Stille und Sekis Augen wurden klein. Doch plötzlich fixierte er den Spiegel und sprach aufgeregt, Lombus, es geht los! Schau dir das an! In flachen Bogen flog ein Spiralbaum mit seinem großen Gewicht auf das Tor von Eras Tu zu. Dieses knarrte schmerzhaft und erlitt durch den harten Aufprall großen Schaden. Es verbog sich nach innen und einige Streben waren gebrochen. Der Spiralbaum fiel vor das Tor und bildete mit seiner enormen Länge eine behelfsmäßige Brücke zum Tor. Der harte Aufprall ließ ganz Eras Tu mit seiner Wucht beben. Der Erzkanzler, der diese Situation aus dem Augenwinkel in einem magischen Spiegel beobachtete, rief wütend aus, während er mit den Kanzlern der ungenauen Genauigkeiten das Ritual von Levi Levitos heraufbeschwor. Verdammte Shadows! Wie haben sie das nur geschafft? Keine Waffe hat so eine große Reichweite. Also kam der Baum her? Die Kanzler antworteten nicht, aber das war auch nicht nötig, da es eine der vielen rhetorischen Fragen des Erzkanzlers war. Er ließ auf magische Weise seine Stimme in der ganzen Universität hörbar werden und sprach: Achtet auf die Bäume! Versucht herauszufinden, woher sie kommen und haltet sie auf, am besten mit dem Telekinese-Zauber! Daraufhin konzentrierten sich die Illusionisten, welche auf den Türmen platziert waren, auf das Suchen und Abwehren der Bäume, während die Illusionisten in der Eingangshalle einige Meter zurückzogen, nur für den Fall, dass der nächste Baum durch das Tor schlagen würde. Dies war auch dringend anzuraten, denn nun erhob sich ein weiterer Baum in die Lüfte. Die Illusionisten in den Zinnen der Türme sahen, wie sich der Baum auf scheinbar magische Weise erhob, doch sie merkten noch etwas weitaus Interessanteres. Unter dem Baum fand sich etwas, eine durchscheinende Gestalt, die man nur daran erkennen konnte, dass sich die riesigen Umrisse bewegten und das Licht brachen. Auch der Erzkanzler bemerkte dies, schnippte nach hinten mit seinen Fingern und sprach dabei Holoculus, woraufhin der transparente Körper seine materielle Erscheinung zeigte. Es war Rock, welcher bis dato auf magische Weise verzaubert und unsichtbar war. Doch der Zauber des Erzkanzlers hatte diese Verzauberung aufgelöst. Auf beiden Seiten löste diese Erkenntnis Schrecken aus. Der Erzkanzler rief voller Entsetzen: Rock! Das kann doch nicht sein! Das darf nicht sein! Wie kann der Sensei, wie kann er ihn kontrollieren? Das ist hart unmöglich! Er brauchte einen Moment, um sich zu fassen und sprach dann zu den Kanzlern der ungenauen Genauigkeiten: Okay, los, gebt alles! Wir müssen das Ritual fertigstellen, er hier ist! Das ist unsere einzige Chance! Er betrachtete daraufhin seinen Zauberstab, der aus dem Zweig eines Spiralbaumes gemacht worden zu sein schien, da er wie eine Spirale anmutete, welche am oberen Ende des Stabes eine magische Kugel umschloss. In dieser begann nun ein blaues Licht stark zu leuchten und es schien an Intensität zuzunehmen, je länger das Ritual von Levi Leviatus andauerte. Auch die Armee des Senseis war entsetzt. Sie sahen ihre Wunderwaffe als entdeckt und fürchteten nun eine Niederlage, weshalb sich die meisten mit besorgtem Gesichtsausdruck zu Yuzi wendeten. Dieser sprach stramm: Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen! Das war so geplant! Eigentlich hatten wir sogar erwartet, dass sie unseren kleinen, großen Freund da drüben schon am Anfang der Schlacht entdecken würden. Es sei also okay. Macht euch auf den Ansturm gefasst, Männer. Sobald das Tor fällt, greifen wir an. In der Zwischenzeit hatten Rock den Spiralbaum, den er bis dato in seinen großen Prang hielt, wuchtvoll Richtung Tor geschleudert.
Trotz der Versuche der Illusionisten mit den Telekinese-Zauber den Spiralbaum aufzuhalten, flog dieser gegen das Tor. Sie hatten lediglich seine Geschwindigkeit und damit die Wucht des Aufpralls gemindert. Doch ihre Bemühungen waren nicht ausreichend gewesen. Mit leicht geminderter Wucht traf der Baum das Tor, zerstörte es mit einem lauten Krachen und rutschte dabei einige Meter mit hinein. An der Stelle, wo sich einst das Tor befand, war nun ein ovaler, mehrere Meter hoher und breiter Durchgang entstanden, der bis auf die obersten 2 Meter von der Masse des Baumes ausgefüllt wurde. Durch das Einstürzen des Tores webte der Hauptturm der Universität leicht, sodass einige Illusionisten umfielen, worunter auch der Erzkanzler zählte. Als er sich vom Boden aufstützte, betrachtete er besorgt seinen Stab. Er stellte fest, dass das Leuchten in der magischen Kugel an dessen Spitze nun hell schien, und sofort verwandelte sich sein besorgter Blick in zweifelnde Erleichterung. Als er aufstand, sprach er: Es ist geschafft. Wir haben das Ritual erfolgreich gesprochen. Jetzt geht es um alles. Er rückte mit beiden Armen sein Bart und sein Umhang zurecht und ging dann zu dem Fenster, welches ihm einen guten Überblick gewährte. Die Kanzler der ungenauen Genauigkeiten folgten ihm und jeweils 2 von ihnen positionierten sich zu seinen Flanken. Währenddessen war die Armee des Senseis über die Wurzeln auf den Stamm des ersten Spiralbaums geklettert und rannte über den Stamm auf Erastu zu. Als sie etwa ein Viertel der Strecke hinter sich hatten, begann die Illusionist mit Eisgeschossen auf sie zu feuern, woraufhin einige zu Eis erstarrten und unter den Ansturm ihrer eigenen Leute so heftig zur Seite geschleudert wurden, dass sie zersplitterten. Mittlerweile hatte Rock wieder einen Spiralbaum gehoben und diesmal auf den verbliebenen Seitenturm der Universität geschleudert, offenbar mit der Absicht, die auf den dortigen Zinnen positionierten Illusionisten auszulöschen. Wieder flog der Baum mit großer Wucht über das Meer, zielgenau auf das oberste Drittel des Turms. Doch etwa 20 Meter bevor er diesen erreichte, wurde er extrem langsam, hörte bald auf, sich in der Luft zu bewegen und hatte, durch die vereinten Kräfte der Illusionisten, die den Telekinese-Zauber auf ihn anwendeten, bewegungslos in der Luft, um dann mit seinem immensen Gewicht auf die anstürmende Armee des Senseis zu fallen. Diese bemerkte zwar den Baum und gab sich alle Mühe auszuweichen, doch die behelfsmäßige Brücke eines Spiralbaums, auf dem sie sich befanden, ließ dazu keine großen Möglichkeiten, sodass etwa 50 von ihnen von dem Baum zerquetscht wurden, der nun quer über den ersten und zweiten lag. Viele von ihnen retteten sich mit einem Sprung ins Wasser, doch an den Hinaufklettern an den Baum war kaum zu denken. Er war dafür einfach zu hoch, sodass sie erst einmal wieder zurück zum Ufer schwimmen mussten. Und auch das war mit Problemen verbunden, da ihre Ausrüstung teilweise zu schwer war und sich nicht von alleine ablegen ließ, sodass einige von ihnen bereits nach einigen Minuten ertrunken waren. Dieser Konter der Illusionisten hatte 3 offensichtliche Vorteile. Die Verbindung zur Universität über die ersten 2 Spiralbäume wurde durch den darauf liegenden 3. erschwert, da dieser erst einmal überwunden werden musste. Das kostete die Armee Zeit und Mühe, sodass die Illusionisten nun mehr Zeit hatten, um weitere von ihnen mittels der Eisgeschosse abzuwehren. Der 2. Vorteil bestand darin, dass die Moral der Angreifer gesunken war, sodass diese in ihren Bemühungen und Fähigkeiten psychisch eingeschränkt wurden. Und auch ein 3. Vorteil bot sich ihnen, indem sie nun eine Möglichkeit gefunden hatten, den Schuss durch Rock abzuwehren. Auch der Sensei bemerkte dies und sprach im leichten Zorn: Der Tatterkreis und seine Lakaien haben es doch tatsächlich geschafft, den Spiralbaum abzuwehren. Ich habe seine Stärke unterschätzt. Somit wollt ihr mir wohl klar machen, dass ich mit dem Schuss aufhören soll? Fragte der Mann in der Kutte. Ja, natürlich, nur so eine überflüssige Frage. Nützt uns doch nichts, wenn sie die Bäume auf unsere eigenen Leute umleiten. Geht zum direkten Angriff über. Wie ihr wollt. Doch was, wenn sie das Ritual von Livis Nevatos gesprochen haben? Dann, fügte der Sensei grinsend hinzu, habe ich eine kleine Überraschung für sie. Ehrlich gesagt, ich bin überzeugt davon, dass sie das Ritual gesprochen haben. Er setzte sich hin und der Mann in der Kutte sprach: Ich hoffe im Interesse eurer Leute, dass ihr wisst, was ihr tut. Natürlich weiß ich das. Ich bin auf das Ritual gleich vorbereitet. Jetzt stört mich nicht. Ich muss mich konzentrieren. Ich bin ja auch mittlerweile nicht mehr der Jüngste. Der Mann in der Kutte wandte sich stumm ab und ließ Rock auf die Universität zumarschieren. Er bemerkte dabei, dass in einem weiten Umkreis um Erastu herum Regen und Schnee niederging, welcher teilweise zu Eis gefror, sodass ein Teil des Landes wie auch die Spiralbäume im Wasser im verblassenen Licht der Sonne glitzerten. Offenbar hatte der Erzkanzler einen starken Zauber gesprochen, der dies zur Folge hatte, um das Gelände schwer passierbar und glatt zu machen, um so die angreifenden Truppen aufzuhalten. Dies schien ja auch gelungen zu sein, denn die anrückende Armee kam deutlich langsamer vorwärts und immer wieder fielen einige in das Wasser. Ein Großteil der Armee hatte mittlerweile den Spiralbaum überklettert und hatte so schon mehr als die Hälfte der Strecke zu Erastu zurückgelegt. Auf den querliegenden Spiralbaum hatten sich die Bogenschützen postiert und zielten auf die Illusionisten, die sich auf den Türmen befanden.
Anfänglich hatten sie auch ein paar Blitzen getroffen, doch als das magische Winterwetter einsetzte, sank ihre Trefferquote aufgrund des Schneetreibes deutlich. Auch das Spannen des Bogens erschwerte sich für sie, da sie an der glatt gewordenen Sehne des Bogens immer wieder abrutschten. Als Rock auf die Universität zustürmte, bebte die Erde unter seinen schweren Schritten, mit denen er schnell das Meer, das die Universität umgab, erreichte. Als er 2 Schritte in das Meer gewagt hatte und nun etwa zur Hälfte im Wasser stand, sodass seine Beine vollkommen unter Wasser waren und ihn nur noch etwa 4 Schritte von der Universität trennten, hob der Erzkanzler ruckartig seinen Stab und hielt ihn einige Sekunden in der Luft, woraufhin ein lautes Klatschen zu hören war, wie als wenn ein überdimensionaler Wassertropfen ins Meer fiel. Dieses Geräusch unterbrach auf beiden Seiten für einige Sekunden die Aktion und lenkte die gesamte Aufmerksamkeit auf sich. Doch nachdem etwa 10 Sekunden verstrichen waren, wandten sich alle Beteiligten wieder ihren Aktionen zu. Auch Rock setzte zu seinem nächsten Schritt an, der durch das Wasser verlangsamt wurde, und genau in diesem Moment senkte der Erzkanzler seinen Stab schwungvoll, und sofort darauf gleitete Leviathan, die Riesenschlange des Meeres, der Patron der Illusionisten, über Erastu, um mit zerschmetternder Kraft und geöffneter Schnauze auf Rocks Kopf zu landen. Leviathans sichelförmigen, schräg nach vorn und hinten versetzten Zähnen drangen tief in Rocks Schädel ein, woraufhin dieser einen tief grollenden, schmerzhaften Schrei ausstieß. Er windete sich qualvoll im Wasser und schien außer Kontrolle zu sein. Der Erzkanzler nutzte diese Gelegenheit und drehte das untere Ende seines Stabes und in Sekundenschnelle vollführte Leviathan mit seinem Schwanz einen heftigen Hieb unter Wasser, sodass die scharfen Klingen einen tiefen Schnitt in Rocks Bein hinterließen und dieser vor Schmerzen nach hinten umfiel. Der Mann in der Kutte rief: Sensei, Sensei, so tut doch was! Diese Schlange ist zu schnell für Rock! Der Sensei erhob sich gemächlich mit geschlossenen Augen. Seine rechte Hand befand sich dabei ständig angewinkelt vor seinem Körper, sodass die Daumenseite der Hand vor seinem Gesicht war. Er hatte den Mittel- und Zeigefinger nach oben ausgestreckt und die anderen Finger zu seiner Handinnenseite abgeknickt. Als er endlich stand, sprach er: Nur im Wasser! Er öffnete spontan die Augen und stieß mit seiner Hand heftig in die Luft, wobei er: Terra Homing! Rief. Eine blaue Spirale bewegte sich von seiner Hand gen Himmel und hinterließ dabei einen flaumigen Nebelschweif. Es dauerte einige Minuten, doch dann erhob sich das Meer um Erastu und wallte mit einer umgekehrten Flutwelle zurück in das ursprüngliche Meer, sodass das Gebiet um Erastu wieder trockenes Brachland war. Sogar der Wetterzauber des Erzkanzlers wurde durch diesen Zauber aufgehoben. Mittlerweile hatte die Armee des Senseis das Tor erreicht und hatte dort heftig mit den Wasserelementaren im Kampfdrachen zu fechten. Die Armee hatte dabei anfänglich extreme Verluste eingesteckt, da die Kampfdrachen die Schwertkämpfer und Wachen, die in der ersten Reihe waren, mit Leichtigkeit niedergestreckt hatten. Doch mittlerweile waren die Lanzenkämpfer und Bogenschützen hinzugekommen, welche effektiv gegen die Drachen kämpfen konnten, sodass bereits einer von ihnen sich aufgelöst hatte und der zuständige Illusionist kraftlos zu Boden gefallen war. Die meisten Pfeile wurden durch den Telekinese-Zauber abgewehrt und momentan sah es für die Illusionisten gut aus. Doch sie kamen langsam an ihre Grenzen. Denn sie spürten schon die Anstrengung und wussten, dass, wenn nicht bald etwas passieren würde, sie fliehen müssten. Der Erzkanzler, der mit Leviathan bis dato Rock ziemlich zugesetzt hatte und deswegen zuversichtlich zu einem Sieg blickte, da er mit Leviathan die Armee des Senseis mit Leichtigkeit besiegt hätte, nachdem Rock gefallen wäre, spürte nun heftig seine trügerische Siegesfreude. Er sah, wie die Armee bedrängend durch das Tor stieß, sah, wie seine Illusionisten langsam ihre Kräfte verloren, sah, wie das Wasser sich zurückzog und die Sonne den Regen verdrängte. Er sah, wie sie verlieren. Leviathan lag auf den Trocknen und hatte Rock noch fest im Griff, aber ohne Wasser verlor Leviathan seine mächtige Geschwindigkeit und Gewandtheit, und im gleichen Maß gewann Rock seine ursprüngliche Geschwindigkeit wieder, da er nun wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Es gab keinen Sieg mehr. Erastu war verloren. So sprach der Erzkanzler zu den Kanzlern der ungenauen Genauigkeiten: Flieht! Rettet euch so schnell ihr könnt! Ich werde sie versuchen, so lange wie möglich aufzuhalten! Aber Erzkanzler, was ist mit euch, wenn... antwortete einer von ihnen. Doch er wurde durch das laute Organ des Erzkanzlers unterbrochen. Nichts ist! Ich werde schon wegkommen! Und wenn nicht, wie heißt es doch in der Seefahrt? Der Kapitän muss mit seinem Schiff untergehen! Jetzt geht! Schließt das Tor hinter euch! Die Kanzler zögerten zuerst, entschieden sich dann aber zur Flucht und rannten durch das Tor, welches sie heftig zuzogen, sodass ein schwerer Balken, der sich auf der Innenseite befand, sich lockerte und in einen vorgefertigten Riegel fiel, sodass er die Tür versperrte. Dann sprach der Erzkanzler den Schrillpfeifzauber, woraufhin ein schrilles Pfeifen durch ganz Erastu drang. Die Illusionisten am Eingang nahmen ihre letzte Kraft zusammen und schufen eine Eiswand, welche den Eingang versiegelte und den Truppennachschub vorerst stoppte.
Als die restlichen Elementare und Kampfdrachen, die in der Eingangshalle befindlichen Truppen besiegt hatten, zogen sich die Illusionisten zurück. Auch von den Treppen waren schon schnelle Schritte zu hören, die von den Kanzlern und den Illusionisten stammten, die sich in oberen Etagen oder auf den Türmen befanden. Währenddessen tobte der erbitterte Kampf zwischen Rock und Leviathan. Leviathan hatte erneut versucht, Rock einen Peitschenschlag mit seinem Schwanz zu verpassen. Doch dieser hatte rechtzeitig reagiert und mit seiner übergroßen rechten Hand den Schwanz abgefangen und in seine Faust gepresst. Er zog an ihn mit seiner ganzen Kraft und zog dabei Leviathan von seinem Kopf ab. Die Zähne hinterließen beim Abziehen durch ihre Widerhaken tiefe Einschnitte in Rocks Kopf, doch er widerstand den Schmerz und begann Leviathan wie eine Bola über seinen Kopf zu wirbeln, um ihn anschließend gegen den Nebenturm von Erastu zu werfen. Ein harter Aufprall folgte, der Erastu stärker beben ließ als je zuvor. Wäre Leviathan nicht von seinem Körperbau so flexibel gewesen wie eine Schlange, hätte er sich alle Wirbel gebrochen. Doch noch war er nicht besiegt. Er lag am Boden und heuchte mit langsamem Wegkriechen vor, verletzt zu sein, sodass Rock in seine Richtung anstürmte. Doch genau in dem Moment, als Rock Leviathan erreicht hatte, drehte sich die Schlange schnell um und sprang wie ein Pfeil mit ihrem Kopf auf seinen Hals zu und weitete dabei während ihres Fluges ihren Kiefer. Doch Rock war wieder schneller. Während er seinen Rumpf nach hinten lehnte, schnellte seine linke Faust mit einem Kinnhaken nach vorne und traf hart den Kiefer der Schlange, welche von der Wucht einige Meter in die Luft geschleudert wurde. Dies geschah mit einem lauten Schmerzensschrei und der Erzkanzler bemerkte, dass es um Leviathan bald geschehen war, da das blaue Licht in seinen Stab nur noch schwach leuchtete. Aber er gab nicht auf. Während Leviathan dank der Schwerkraft zu Boden sauste, ließ er ihn sich zu einem Kreis wickeln, sodass der Kopf den Schwanz berührte und die scharfen Zacken des Rückens nach außen sprangen. Leviathan fiel genau auf Rocks Rücken und bohrte sich mit seinen Stacheln tief in diesen, sodass er kurz taumelte und in die Knie ging. Er versuchte mit seinen Händen die Schlange zu packen, doch sein Kreuz war zu breit, um die dortige Schlange zu fassen, weshalb er sich zu Erastu bewegte und mit einer heftigen Drehung die Schlange seitlich gegen den Turm schmetterte. Leviathan ließ vor Schmerz einen kräftigen Durst und fiel zu Boden. Das grüne Licht im Amulett des Mannes in der Kutte war blass, aber es leuchtete. Das blaue Licht im Stab des Erzkanzlers hingegen war fast verloschen und glimmte nur noch. Dadurch konnte der Erzkanzler erkennen, dass Leviathan fast tot war. Er seufzte tief und ließ eine Illusion von sich vor den Sensei erscheinen. Diese sprach: Der Sieg ist euer! Lasst Gnade walten und ich garantiere euch, dass ihr Erastu bekommt und die Illusionisten nie mehr um diese Universität kämpfen werden. Ihr habt das Wort eines Ehrenmannes. Der Sensei antwortete kühl: Alter Mann, spar dir den Atem. Des Redens bin ich überdrüssig. Denkst du wirklich, ich werde deine Haustier am Leben lassen, damit es ihr gegen mich einsetzen könnt? Hör zu, ich werde mir Erastu nehmen und wenn ein Illusionist jemals auch nur wieder in die Nähe des Brachlandes kommt, werde ich ihn töten lassen. So wie euren Leviathan. Er zeigte mit seinem Daumen nach unten und gab damit dem Mann in der Kutte zu verstehen, dass er Rock zum finalen Schlag ansetzen lassen sollte. Doch dieser sprach: Das ist nicht notwendig, ihr habt den Erzkanz gehört, ihr habt euren Sieg, setzt ihn nicht leichtfertig aufs Spiel. Tu, was ich dir sage, sagte der Sensei straff und hielt dabei den Seelenstein in der Hand. Gleich darauf ließ der Mann den Finger über das Amulett schnell nach unten fahren und Rock holte mit seiner Faust aus und schlug damit heftig auf Leviathans Kopf. Die Schlange quiekte laut und dann erschlaffte ihr Körper, der sich gleich darauf in tausende von Kinshis auflöste. Eine groteske, faszinierende Schönheit in einer Schlacht der stupiden Gewalt war es, wie sie majestätisch gen Himmel zogen und dabei in den Regenbogenfarben leuchteten. Im selben Moment zersprang die Kugel im Stab des Erzkanzlers mit einem lauten Klirren. Der Blick des Erzkanzlers senkte sich traurig gen Boden und er sprach, ehe er die Illusion verschwinden ließ: Scheinbar habe ich mit dem Falschen gesprochen. Und blickte dann den Mann in der Kutte an, woraufhin sich die Illusion auflöste. Es vergingen ein paar Minuten und der Mann der Kutte sprach zum Sensei: Ob das richtig war? Er hat euch einen dauerhaften Sieg versprochen. Ich fand es amüsant. Glaubt er doch tatsächlich, dass ich auf sein Angebot eingehen würde, wo er ganz klar war, dass er keine Chance mehr hatte? Mag sein, aber jetzt habt ihr nur die Option, sie alle zu töten. Was ja wohl nicht das Problem sein dürfte. Der Mann in der Kutte wollte gerade mit einer Moralpredigt anfangen. Doch er kam nicht dazu, da Yu Zhe angerannt kam und den Dialog unterbrach. Sensei, wir schaffen es nicht in die Universität. Der Eingang ist durch eine Eiswand versiegelt. Tatsächlich? Antwortete der Sensei. Nun, ich denke, ich habe einen Schlüssel. Lass die Männer bis zu den querliegenden Spiralbaum zurückziehen. Um den Rest kümmere ich mich.
sprach der Sensei spöttisch und auf sein Gesicht erschien sein charakteristisches Grinsen. Yuzei nickte und rannte los und schon bald war er am Tor angelangt, um die Pfähle des Senseis weiter zu leiten. Seki und Lombus hatten das ganze Spektakel beobachtet und als sie den Schrillpfeifzauber gehört hatten, öffneten sie, wie den Erzkanzler abgesprochen, den Geheimfluchtweg, durch den die Illusionisten nun flohen. Lombus zählte dabei die Anzahl der Illusionisten in der Hoffnung, dass viele überlebt hatten. Doch diese Hoffnung erwies sich als trügerisch, da er lediglich 124 Illusionisten zählte. Er hatte eigentlich mit weit mehr als den Doppelten gerechnet. Als die gezählten Illusionisten den Geheimgang, der eigentlich eine Art Portal war, durchschritten hatten und scheinbar keiner mehr kam, wandte sich Lombus Seki zu und sprach zu diesem: 124? Das ist nicht gut. Hast du eigentlich den Erzkanzler gesehen? Seki senkte nachdenklich seinen Kopf und sprach dann nach einigem Überlegen: Nein, er muss da oben sein. Sollen wir ihn holen? Wir haben Anweisungen, die Flucht zu sichern. Er wird schon kommen. Seki überhörte diese Antwort. Er wollte den Erzkanzler nicht einfach sein Schicksal überlassen, sodass er zu den Zauberspiegel griff und sich die Eingangshalle zeigen ließ. Diese war immer noch von der stabilen Eiswand abgeriegelt und auf dem Boden lagen viele besiegte Wachen und Shadows, aber auch einige getötete Illusionisten. Er ließ das Bild weiter auf die Außenseite der Universität, kurz vor das Tor, schwenken und konnte sehen, wie sich die letzten Shadows zurückzogen. Hurtig brachte er den Spiegel zu Lombus und sprach: Lombus, seht! Die Shadows ziehen sich zurück! Wir können diese Chance nutzen, um den Erzkanzler zu suchen. Nein, sprach Lombus deutlich. Das ist keine gute Idee. Sie werden die Eiswand mit Rock einreißen und dann sind wir verloren. Seki wollte nicht hören und lief los. Doch genau in dem Moment spürte er, wie Lombus Hand fest nach seiner Schulter griff und ihn so wuchtvoll zurückzog, dass er hinfiel. Er beugte sich über Seki und hielt ihn lediglich den Spiegel vor das Gesicht. Seki sah in diesen die Außenseite der Universität, auf die gerade eine gewaltige Masse zusteuerte, der man den Namen Rock gegeben hatte. Diese rammte mit unvorstellbarer Kraft ihre Faust gegen die Eiswand, welche in abertausend Splitter zerfiel und dabei noch ein Stück des umliegenden Mauerwerks abriss, sodass die Öffnung nur noch größer war. Der Aufprall war so heftig, dass der Hauptturm von Erastu für einige Momente wackelte wie eine Götterspeise. Als die Faust sich aus dem so neu geschaffenen Durchgang gelöst hatte, stürmten zugleich die Shadow an, um diesen zu passieren. Lombus nahm den Spiegel weg und half Seki auf, packte ihn dabei hart am Handgelenk und sprach laut in hektischem Ton mit hartem Gesicht: Wir müssen fliehen, es ist die letzte Chance, ich dulde keine Widerrede. Widerrede hätte sowieso nichts genutzt, da er Seki in demselben Moment mit aller Kraft hinter sich her durch das Portal zog, welches er dabei mit einem kleinen Zauber in den Passivzustand versetzte, das sich nur mit dem richtigen Zauberspruch wieder benutzen ließ. Gleich darauf erreichte die Armee des Senseis die Eingangshalle, wo dieser sich halbkreisförmig formierte, wobei die Öffnung des Halbkreises Richtung Ausgang zeigte. Mit gemächlichen Schritten trat darauf der Sensei ein. Der Mann in der Kutte hingegen blieb auf dem querliegenden Spiralbaum stehen. Rock stand dabei zu seiner Rechten. Der Sensei sprach zu Yuzei: Wie sieht es aus? Die Verluste waren höher als erwartet, aber immerhin haben wir gesiegt. Er blickte zu Boden und betrachtete bedrückt die Leichen. Der Sensei hingegen ließ seinen Blick kalt und teilnahmslos über den Boden schweifen und sprach darauf: Nun ja, wo gehobelt wird, fallen bekanntlich auch Späne. Habt ihr schon die anderen Etagen abgesucht? Nein, wir haben auf Anweisungen gewartet. Gut, dann gehen wir jetzt alle gemeinsam hoch und durchsuchen alles. Wir müssen den Erzkanzler finden. Yuzei nickte und schickte die Armee die Treppe hoch. Er voran, während der Sensei gemütlich hinterher lief. Sie untersuchten Etage für Etage, doch sie fanden keinen einzigen Illusionisten. Doch als sie in der obersten Etage angelangt waren, versperrte eine Tür ihren Weg. Alle Versuche der Armee, diese Tür einzurammen, blieben erfolglos. Und auch die geschickten Hände von Yuzei, welche versuchten, das Schloss zu knacken, versagten an dieser Tür. Yuzei war das sehr peinlich, da der Sensei dabei war und ihn beobachtete, sodass er mehrere Versuche unternahm, doch jeder von ihnen scheiterte, sodass er, ohne den Sensei anzublicken, sprach: Dieses verdammtes Schloss, ich bekomme es einfach nicht auf. Der Sensei stemmte seine Hände in die Seite und rief verärgert: Muss man denn hier alles selber machen? Er trat vor und schob Yuzei beiseite, kniete sich hin und betrachtete das Schloss. War nach einigen Minuten des Betrachtens zu vernehmen. Dann sprach der Sensei: Das ist kein normales Schloss. Ich muss hierfür eine geheime Technik verwenden. Es folgte erwartungsvolle Ruhe. Nach einigen Sekunden drehte der Sensei seinen Kopf um und sprach: Was macht ihr noch hier? Ich muss eine geheime Technik anwenden. Eine Technik, die so geheim ist, dass ihr sie nicht erfahren könnt. Also, macht euch raus hier. Ich hole euch dann. Die Armee wandte sich ab und lief die Treppe hinab, die in die vorletzte Etage führte.
Als der Sensei überzeugt davon war, dass keiner mehr anwesend war, widmete er sich wieder dem Schloss. Er griff in seine Tasche und holte zwei Dietriche heraus. Einen von ihnen schob er in das Schloss und beugte ihn nach unten. Den anderen hielt er vor seinen Mund und formte lautlos die Worte Nekla Landu, woraufhin der Dietrich blau zu leuchten begann. Diesen führte er in das Schloss ein und drehte daran ruckvoll. Und im nächsten Moment war ein lautes Klicken zu vernehmen. Die Tür war offen. Der Sensei grinste zufrieden, steckte die Dietriche zurück in seine Tasche, stand auf, lief zur Treppe und rief herunter: Die Tür ist offen! Gleich darauf war eine Vielzahl von Schritten zu vernehmen und die Armee, geführt von Yu Ze, befand sich wieder vor der geöffneten Tür. Als das Getrampel der Schritte verhallte, öffnete der Sensei die Tür vorsichtig einen Spalt weit und lugte hindurch. Der kleine Ausschnitt, der sich ihnen offenbarte, zeigte einen etwa 10x10 Meter großen Raum, in dessen Mitte ein breiter, rotbrauner Tisch stand, auf den allerlei Papiere sowie ein Tintenfäßchen mit Federkiel lagen. Links und rechts von dem Tisch befanden sich jeweils ein mit vielen Büchern bestücktes Regal. Hinter einem Stuhl, dessen Sitzfläche größtenteils unter dem Tisch war, war ein großes, dreiteiliges Fenster zu sehen, welches mit kreisförmigen, schmuckaussehenden Gittern von innen verstärkt worden war. Vor dem mittleren und höchsten der drei vertikal ovalen Fenster stand eine Person in einem prachtvollen Gewand, das mit Monden und Sternen verziert war. Auch wenn der Spalt nur einen geringen Blick auf die Person bot, konnte man deutlich den langen Bart sehen, der durch einen leichten Wind, welcher von außen durch das Fenster wehte, in der Luft gewogen wurde. Ein spitzer Hut, der ebenso reich verziert war wie der Mantel, zierte den Kopf der alten Person, die einen Spiralbaumstab in den Händen hielt, dessen kugelförmiges Kopfende leer war. Der Sensei erkannte in ihr sofort den Erzkanzler und öffnete sanft die Tür und trat, gefolgt von einem kleinen Teil der Armee, ein. Er stellte sich vor den Tisch, während der Teil der Armee am Eingang des Raumes stehen blieb. Ein Moment der Ruhe folgte, denn der Erzkanzler reagierte nicht auf das Eindringen in seinen Raum. Dann stützte der Sensei sich mit seinen Armen auf den Tisch und rief den Erzkanzler entgegen: Opa, na, wie geht es? Der Erzkanzler drehte sich gemächlich um, ohne ein Wort zu sagen. Der Sensei wusste nicht wieso, aber irgendwie störte ihn diese trügerische Ruhe. Sein Tod steht bevor, dachte der Sensei, und er verzieht nicht mal eine Miene. Er ließ diesen Gedanken fallen und sprach: Was ist? Wo bleibt der üblich flinke Griff zum Stab? In der Vergessenheit! Auf dem Gesicht des Senseis, welches das Dato eine ernste und unsichere Miene machte, spielte sich nun ein verheißungsvolles Lächeln ab und er sprach: Ah, ihr habt euch also doch noch entschlossen, mit mir zu reden. Das ist sehr gut. Ich hatte schon Angst gehabt, dass ich euch, ohne einen Kommentar von euch gehört zu haben, töten müsste. Also, was meint ihr mit in Vergessenheit? Ich habe nicht vor, jetzt mit euch zu kämpfen. Es ist genug Blut geflossen. Das ist ja rührend. Er machte einen leicht schockierten Gesichtsausdruck, doch dieser wandelte sich gleich in ein höhnisches Grinsen, dem eine Erklärung sofort folgte. Das war natürlich ein Witz. Wisst ihr, was es ist? Es ist naiv. Ich hätte euch für klüger gehalten. Der Erzkanzler ignorierte diesen Satz und sprach ruhig und weise: Besinnt euch endlich, sonst wird alles sein übles Ende nehmen. An die Spitze eines Staates gehört kein Diktator, der sich seine Macht mit Gewalt erkämpft oder mit List erschlichen hat. Und selbst wenn ein Diktator dahin gehörte, so wäret nicht ihr das. Ihr seid intrigal, selbstsüchtig, gierig und rücksichtslos. Das Einzige, was ihr anführen solltet, sind die Läuse auf eurem Kopf und die Hirngespinste in diesem. Was? Schrie der Sensei mit lauter Stimme. Wie könnt ihr euch nur so etwas erdreisten? Ihr verkennt die Situation. In eurer Position wäre euch Demut anzuraten. Ihr seid in keiner Position, mir zu drohen. Aber das beweist mir endgültig, dass ihr als Erzkanzler der Universität versagt habt. So wie ihr als Sensei versagt habt und ihr auch als Herrscher versagen werdet, beendet euren Gewaltmarsch zur Macht, ehe es zu spät ist. Unverschämter Adana, wie kannst du es wagen, derart mit mir zu sprechen? Warum sollte ich auf dich hören? Warum sollte ich dein elendes Leben verschonen? Weil sonst euer Leben nicht verschont werden wird. Auch wenn es die kaiserlichen Stahlmächte noch nicht wissen, so werden sie doch eines Tages von euren Gräueltaten erfahren und euch dafür richten und den Tod schenken. Das ist euer Schicksal. Nein, sprach der Sensei und schwang sich über den Tisch, zog seinen Kampfdolch und tötete den Erzkanzler mit einem tiefen Stich in die Brust, der das Herz durchbohrte. Der Erzkanzler sank zu Boden und dabei sprach der Sensei: Wessen Schicksal ist der Tod, Haldana?
Der Sensei zog den Dolch heraus und sogleich fiel der Erzkanzler mit dem Gesicht zu Boden. Als der Sensei sich umgewandt hatte und einige Schritte gegangen war, erhob der Erzkanzler den Kopf und antwortete: Eures, ihr grauenhafter Mörder! Dann sank er mit lauten Stöhnen und einem dumpfen Knall zu Boden und sofort begann er erst zu beben. Der Sensei drehte sich um und schrie erzürnt: Was? Verdammter Illusionist! Was hast du getan? Auf einmal war ein Blitzen vor den Fenstern von Erastu zu sehen. Gemächlich legte sich eine meterdicke Eisschicht über Erastu, die an den Fenstern herniederkroch. Der Sensei sowie die Armee beobachten dieses Treiben mit erstaunt geöffneten Mündern und wurden so durch einen Panzer aus Eis in Erastu eingeschlossen. Nachdem einige Minuten verstrichen waren, atmete der Sensei tief durch, drehte sich zu Yuzi und seiner Armee und sprach dann: Okay, keine Panik, Freunde. Wir sind hier drin in Sicherheit, solange der Typ nicht versucht. Auf einmal bebte Erastu erneut. Der Mann in der Kutte wollte seinen Genossen helfen und ließ deswegen Grog gegen den Eispanzer schlagen. Es folgten mehrere Schläge, die das Innerste der Universität B erwähnt ließen. Doch der Eispanzer gab kein Bisschen nach. Dieser Trottel lässt ja doch glatt Grog gegen Erastu schlagen, wenn wir drin sind. Denkt er nicht daran, dass uns hier alles auf den Kopf krachen kann? Der Sensei setzte sich und konzentrierte sich, um geistigen Kontakt zu dem Mann in der Kutte aufzunehmen. Als er dies schaffte, ließ er ihn seine Gedanken hören. Hört auf! Ihr bringt uns noch alle um! Wir müssen warten, bis das Eis dünner wird, um sich hier rauszukommen.